Am Ostseeküstenstrand. Zwischen Hafen und Sand, da liegen Herzmuscheln zuhauf. Und im Blick auf das Wasser ist das Fernweh zu Haus. Wo man Moin sagt und damit so gut wie alles sagen kann. Zwischen Strandgut und Tang. Dort, wo sich der Wind wie ein Aal durch die Landschaften windet und sich Seebrücken mit dem Meer verbinden. Wo die diesige Ferne im Nebel verschwimmt, wo es nicht langweilig wird, dank genug frischem Wind, kommt die Küste in Sicht. Und zwischen Hafen und Gischt wird hier Fisch aufgetischt. Anderswo isst man Currywurst, Burger oder Weißwurst mit Brezen. Hier gibt's Fischbrötchen und die schmecken am besten beim an der See stehen. Und kommen Besucher zum Hafen, gilt der erste Gang dem gemeinsamen Schmausen am Fischbrötchenstand. Woraus Fischbrötchen bestehen, da muss man nicht lange raten. Man nehme Fisch und ein Brötchen, et voilà, ein Fischbrötchen, am liebsten direkt hier im Hafen. Ob Matjes, ob Lachs oder Makrelen, ob Sprotten, ob Krabben oder ob Hering, ob Backfisch oder Fischfrikadellen, Fischbrötchen kann man ganz verschieden bestellen. Ob mit Firlefanz oder ohne Gedöns aufgetischt, Hauptsache knackiges Brötchen und frischer Fisch. Am liebsten vom Fischer aus der Umgebung gefischt, vom Kutter zum Hafen und dann direkt auf den Tisch. Und dafür kommen die Leute von nah und von fern, von Nord und von Süd, und sie kommen sehr gern, um Fischbrötchen zu kosten und die Winde zu spüren, um fröhlich beschwingt am Strand zu spazieren. Und wo Fischbrötchenbuden am Meeressaum stehen, da lohnt es sich sehr, auf den Horizont rauszusehen. Fischbrötchen schmecken am besten mit Wind um die Nasen. Bei Seeluft entsteht Lust auf die Stimmung im Hafen, nach Sandburgen bauen und ausgiebigem Baden mit Salz auf der Haut und an Weltfischbrötchentagen.